Stefan, toll! So wie du heute spielst, was beim Schrottwichteln noch nicht mal der Trostpreis! Aus, aus, aus! Die Mannschaft ist raus! Ja, die WM in Katar war für unsere Jungs so ein bisschen wie damals der Geburtstag meiner Tante Elke, die ich nie mochte, ne? Hast dich mal blicken lassen, bist aber pünktlich nach Hause gefahren. Ich frage mich jetzt gerade, wie heißt denn das jetzt dann? Die Mannschaft oder die Mannschaft? Naja, bald mache ich mir Gedanken, ne? Olli Bierhoff wird da einen ganz klaren Marketingplan sich zurechtgelegt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich den Hansi Flick an der Seitenlinie sehe, denke ich immer, der hat keinen Bock. Andere sagen, ja, der strahlt Ruhe aus. Aber diese Gleichgültigkeit, was die Jungs auch auf dem Platz gezeigt haben, ne? Das hat sich auch so ein bisschen, ganz kleines bisschen übertragen auf die Fans und auf hier die Stimmung. Ne? Ich meine, der Kimmich, Topkicker. Musiala, Topkicker. Aber lasst doch mal eure Egos beiseite. Mann, ey, der Musiala, der hat gespielt wie so ein Klimaaktivist. Nur am Ball geklebt und nichts erreicht. Er trippelt wie Messi, der Musiala, ne? Hat aber eine Schuss- und Passquote wie mein Andi. So eine Gier und ein Wille entsteht selten, wenn ein 19-Jähriger 21 Millionen auf dem Konto hat. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Und gemeinsam irgendwas machen heißt auch nicht, sich an den Tisch setzen und am Handy rumgucken. Einstellung gibt es nicht nur auf dem Smartphone. Mein Gott, ey. Bei einem One-Night-Stand, ne, entwickelst du ja mehr Empathie als für diese DFB-Jungs, die da aufgelaufen sind. Ganz ehrlich, in 10 Jahren wird doch keiner mehr sagen, weißt du noch damals, nach dem 1-1 gegen Spanien in der Vorrunde, wie geil das war, ne? Beim Public Viewing, dann Autokorso. Ganz ehrlich, ey, die Truppe, die wird im Gedächtnis bleiben wie Robin Dutt, ey. Ganz schnell vergessen. Patrick! Denkst du bitte dran? Beim Trinken werden nur die anderen schön. Bei Problemen, ne, darfst du die Augen nicht verschließen. Die Hand vor den Mund halten, als Zeichen, bringt es halt auch nicht. Ein ganz klares Zeichen ist, wir fahren nicht zur WM nach Katar. Dafür hätte die Welt nicht gefeiert. Wie geil da das Mannschaftsgefüge war, für die Aktion waren im Team genau 2 Leute, Manuel Neuer und der Goretzka. Klares Zeichen für, komm, machen wir. Manchmal musst du einfach die Fresse halten. Auch wenn es ein Elfmeter ohne Torwart ist. Beispiel Weihnachtsfeier. Der Andi da mit seiner Tagesabschlussgefährtin, die sich hübsch gemacht. Hermann kommt an Tisch und stellt hin so ein Weißwein im Tetrapack. Direkt vor die Olle. Billig, aber knallt gut. Hat in dem Moment zum Glück keiner gesagt. Aki, du bist mittlerweile so dünn. Du bist bei uns demnächst der Weihnachtsmann. Du Nikolauch. Weihnachtskalender sind aktuell gegen das DFB-Trikot teuer. Ist klar, da muss Feuer rein ins DFB-Team. Beispiel, wir im Mannschaftsheim gesessen, letztens kommt der Stefan, sag mal, habt ihr auch so kalte Füße? Ich so, boah, ja, geht so. Und wir haben so Holzdielen bei uns im Mannschaftsheim. Kommt der Stefan, Flasche Stroh rum, kippt die aus und zündet das an. Da war kurzzeitig Feuer drin, ne? Und wir konnten den Brand aber nur gemeinsam löschen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ja gesagt, wir haben einen Fahrplan entwickelt und der sieht vor, dass wir uns in den nächsten Wochen zusammensetzen. Ja, Bernd Neuendorf mit dem Elan und dem Willen eines verbeamteten Verwaltungsangestellten führt denn den DFB zurück an die Weltspitze. 100%. Der brennt, Alter. Jetzt gibt's beim DFB ein geordnetes Verfahren. Macht Sinn, ne? In den letzten Jahren hat man sich beim DFB nur sinnlos verfahren. Klar, dass man jetzt das mal, super. Ihre Route wird berechnet. Macht aber nur Sinn, wenn du Knecht Ruprecht hast, ne? Kleiner Tipp an DFB. Der Körnerpapagei hat Zeit. Der Tuchel. Stefan! Du spielst heute richtig gut! Wie Durchfall! Scheiße, aber es läuft! Viele so, Uwe, wir brauchen dich da beim DFB. Die lassen mich da gar nicht rein. Wobei, morgen ist ja Nikolaus. Einfach rein, Bad, zack. Und dann hin da zu Bierhoff und Co. Einfach mal ein schönes Gedicht. Ho, 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 ihr Weicheier. Keine Geschenke habe ich für eure Feier. Mit Mund zu seid ihr nicht weit gekommen. Habt aber von den Kataris gern das Geld genommen. Mein Beutel bleibt für euch heute leider leer. Wobei, das fällt mir gar nicht schwer. Ab ist er, der 2014er Lack. Und ihr geht mir alle sowas von auf den Sack! Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich letztens ein Netz Mandarinen gekauft. Und glaub bis heute, da waren nur weibliche Mandarinen drin, weil die waren alle grundlos sauer.
aus, aus, aus! Die Mannschaft ist raus! Ja, die WM war für unsere DFB... fängt gut an. Bei einem One-Night-Stand entwickelst du ja mehr Empathie als für die DFB-Truppe. Nochmal, sag mal. Der DFB-Trikot ist mittlerweile so... Oh ja, genau. Das ist auch noch mein Ziel. So ein neues iPhone wäre auch noch mal gut, so kurz vor Weihnachten.